Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks hier auf meinem Kanal. Wir sind hier bei der 9er Amerikaner AT, bei der bin ich inzwischen angekommen, voll ausgebaut, wenn ich mich gerade nicht komplett täusche. Und wir haben hier wieder eine sehr schöne Runde, bei der ich mir gar nicht so extrem viel gedacht habe, aber wir gehen trotzdem mal ein bisschen durch, was ich mir gedacht habe. Das ist einfach eine AT-Runde. Ich glaube, ich habe mich einfach an einen ungewöhnlichen Punkt für eine Artillerie gestellt, wodurch ich gut wirken konnte und wenig Ablenkung und Finden sozusagen hatte. Ich glaube, sonst ist es für Arti eher üblich, irgendwo hier in dem Bereich zu bleiben oder komplett hier hinten zu stehen. Und ihr werdet mal sehen, wo ich mich hinstelle. Ich stelle mich ein bisschen anders hin, weil ich eigentlich gehofft hatte, auf die Heavy-Linie wirken zu können. Allerdings hat das gar nicht so gut funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Es hat aber insgesamt noch gut funktioniert, dass das hier alles insgesamt ein Panzerass geworden ist. Was ich ziemlich krass finde, inklusive einem Krieger für eine Artillerie. Ihr seht schon, ich will mich hier, er wollte erst hier hinstellen und einziehen, um da reinzuschießen. Da habe ich dann gedacht, der kleine Busch könnte mir, glaube ich, doch ein bisschen Deckung geben. Ich glaube, das zählt nämlich als Busch hier. Und ich will gucken, ob ich hier reinschießen kann. Aber das geht dummerweise nicht. Also ihr seht, wie ich hier ein bisschen rumprobiere und rumteste, aber die Kugeln sind zu gecurved, als dass sie dort durchfliegen würden. Ich kann dort, glaube ich, nur durch ein kleines Lückchen schießen. Im Dach wieder rein. Das ist mir allerdings noch ein bisschen zu riskant. Ich sehe hier weiter hinten. Die sind deutlich besser. Hier. Da. Patauz. 227. Und halt betäubt. Ein bisschen Betäubungsschaden mitgenommen. Warum nicht? Kann man sich gut geben. Und vorher habe ich einen E25 gespielt, wie ihr gerade links im Chat gesehen habt. Der lief nicht so gut. Das hier hingegen umso besser. Ich glaube, unsere Heavys schießen auch HE-Munition. So, und der steht auf offenem Feld und ich habe fast nachgeladen. Okay, fast nachgeladen ist nicht übertrieben, aber ich habe gleich nachgeladen. Dum, 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 dum. Und der war getrackt. Schieß einfach nochmal dahin. Der ist gerade erst weggefahren, also müsste ihn noch ordentlich erwischt haben. Der Splash. So, dann gucken wir doch mal, dass wir wieder auf die Sachen schießen, die wir sehen können. Wie ihr seht, vor mir stehen ein paar Panzerjäger direkt vor mir. Die stehen allerdings so weit vorne, dass ich denke, die können aufgedeckt werden. Ich kann hier nicht aufgedeckt werden auf die Entfernung, auf die ich stehe. Die Panzerjäger, die da 100 Meter weiter vorne stehen, die könnten damit ein Problem haben. Ganz knapp. Aber der E-Mail wäre so schön, wenn ich da nachgeladen gehabt hätte. Habe ich aber noch nicht. Und jetzt fährt er in das Haus, wo ich nicht mehr wirken kann. Ab da. Dammit. So, und hier ist halt, ne, es gibt diese ganzen, ganz kleinen Ritzel in der Mitte. Und da schießt jetzt durch. Bam. War mir klar, dass es nur ein Splash wird, aber ich habe sehr, sehr genau dahin getroffen, wo ich hinziehen wollte. Also das war ein sehr schöner Schuss für mich. Und hat ihn, glaube ich, hat zwei Leute dort gestunt und hat ihn auch, glaube ich, da ein bisschen davon abgehalten, dort weiter durchzugucken zu wollen. Gleichzeitig gehen jetzt hier hinten immer mehr Sachen auf. Zum Beispiel jetzt auf C1 die Grille. Der T30, weil unsere Heavys ein Stück weit vorfahren. Die ganzen Panzerjäger auf ihr stehen. Die Grille wäre halt super juicy gewesen, aber die fährt so schnell und ich wollte lieber auf was gehen, was ich auf jeden Fall treffe. Und dann nehmen wir doch die FV, die leider mit 150 HP überlebt. Aber die hat sich instant wieder geheilt und stirbt trotzdem. Also, die hat ihre Mannschaft geheilt. Das hat ihr nicht viel gebracht. Dummerweise ist der vorgefahren ist. Oh ne, bei uns ist niemand gestorben. Unsere Vorfahrer sind bis jetzt nicht gestorben und wieder zurückgekommen. Wir haben 113 dort in der Mitte stehen. Das halte ich für eine sehr, sehr gewagte Position. Hier, den hier. Weil der von hier überall eingeschossen werden kann. Und den will ich eins mitgeben. T30, komm schon. Ja, das hat noch ganz gut getroffen. Hat noch ganz gut getroffen. Da müssen Leute mit HE schießen. Bei den krummen Nummern, die da rauskommen. Aber es reicht ja, um Leute rauszunehmen. Das Objekt ist wieder aufgegangen. Aber jetzt habe ich halt gerade geschossen, bis ich da nachgeladen habe. Boah, das sehe ich dann nicht mehr. Und hier wird die ganze Zeit oben gepinkt, weil man wahrscheinlich oben die A-Linie durchdrücken sollte. Was eine Option wäre, zusammen mit unseren Schweren, die müssen dann Druck auf der C-Linie machen, könnte man dort oben sehr wohl rein eskalieren. Wie gesagt, ich versuche hier Sachen zu treffen, die hoffentlich halbwegs safe sind. Hier habe ich einen Blindschuss probiert. Also einen Blindschuss. Und ich glaube, hier habe ich nichts getroffen. Ich glaube, der hat danach immer noch 717 Schaden erleben. Könnten höchstens, wenn ich ein bisschen gestunt habe. Alles andere, was hier steht, kann ich einfach nicht treffen.
Jetzt ist mal sehen hinten offen und da hätte ich halt mir den Blindschuss sparen sollen. Ja. Oh, nee, 5 Schaden habe ich an ihm wohl gemacht. Der hat 712 jetzt. Ich glaube, der hatte vorher 717. Ha, sehr gut. Artig Gameplay in der Nutshell. 5 Schaden am Scout machen. So, und den würde ich jetzt gerne rausnehmen. Nachladen. Schnell, 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 schnell. Der hat halt eine ultra harte Front, aber ich als Artig kann das halt so ein bisschen entgegengehen. Und perfekt. Perfekt reingefahren. So, dort hinten haben wir den Medium ist tot. Steht 4-2. Das ist. Eigentlich ist das Game gefühlt jetzt schon gewonnen. Problem ist, dass, dass hier unser ST2 sehr, sehr ungünstig steht. Der ist an der Stelle gefahren, wo es nicht gut war. Der WC-120 fährt das da oben raus und will Hilfe haben. Ja. Der EPR nimmt halt den ST2 raus. Ich weiß nicht, ob der ST2 so nicht wert, aber nicht schießen konnte mehr. Der WC-20, ja, genau, müsste halt durchpushen. Jetzt haben wir komplett unsere Heavy-Linie plötzlich verloren. Das habe ich nicht ganz verstanden, wo die plötzlich hin war. Das habe ich auch jetzt im Replay noch nicht verstanden. Das sind plötzlich alle Heavys down. Wir hatten irgendwie noch 3-4 Heavys dort stehen. Sind plötzlich alle weg. Puff. Keine Heavys mehr. Das ist mir nicht ganz klar, was da passiert ist. Und das ist so ein bisschen auch der Krux. Plötzlich steht es 6-6. Wir hatten zwischendurch 4-1 stehen. Das ist ein bisschen problematisch. Ein E50M, der so gut wie tot ist. Ich versuche ihn nochmal da reinzuziehen und merke, nee, nee. In der Theorie geht das irgendwie, aber nee, nicht gut. Gar nicht gut. Ich glaube, von ganz rechts da reinschießen ist einfacher. So, und hier ist das Objekt 277, dass wir den EBM rausnehmen. Und leider Gottes, das kam ein Replay gebuggt. Ich glaube, der war von Anfang an sehr, sehr low. Der hat bloß 150 HP gehabt oder so. Und ja, haben ihn leider nicht rausnehmen können. Rechtzeitig. Ganz schön ärgerlich. Und jetzt drücken sie auf der anderen Seite vor, treffen dort auf den Jagdpanzer E100. Das ist natürlich ein ultra hartes, langsames Ding, aber ein super Ziel dadurch für mich. Aber wenn der halt irgendwo hinschießt, ist es ziemlich schnell platt. Das ist ein bisschen das Problem. Der kann halt deswegen nach und nach unsere ganzen Leute rausnehmen. Das habe ich leider gesplashed, nicht dahin getroffen, wo ich wirklich hingezielt habe. Und hier überlege ich gerade, ob ich irgendwo anders hinfahren muss. Weil die Linie vor mir nicht mehr so wahnsinnig gut gehalten ist. Oder ob ich irgendwie aus Third Person besser reinziehen kann, aber wahrscheinlich nicht. Vor allem, da jetzt dort so viel aufgeht, ziehe ich mich doch lieber dort ein. Ja, die drücken halt mit aller Gewalt jetzt da rein plötzlich. Es ist so, kam wieder der unsichtbare Call aller Randoms. Ah, Trocko! Ja, man weiß nicht, der Tortoise zeigt halt komplett die weiche Hinterteil, um in E7 den Lowlife ist rauszunehmen. Finde ich schwierig. Da habe ich ihn gestunt, aber leider sonst nichts erreicht. Und hier, wie gesagt, vor mir habe ich ein bisschen Angst, dass ich einfach durchgefahren wird und ich dann Fischfutter bin. Deswegen ziehe ich hier immer mal wieder so komisch rein. Und deswegen stehe ich auch so breitbeinig sozusagen da, dass ich hier auf die Linie zielen kann und unten hin. Unten ist jetzt offen, aber ich so ein bisschen gerade mich eher um mein Überleben kümmern. Weil der hier auch mitten drüber fährt, das müssten wir unsere Grille und sowas mal beschützen. Sehr schön. Das war gerade eine FV. Mit 400, über 400 Damage von mir. Einfach mal dead. Normalerweise sind derzeit unsere Jagdpanzer eher in 100 gestorben. Der hat irgendwie nicht so viel Auswirkungen wie der gegnerische Jagdpanzer eher in 100 gehabt. Ja, der hat ordentlich Damage gesaugt dort. Ja, theoretisch ist irgendwo auf der A-Linie, A1, dort oben war noch eine Grille 15, die war da hochgefahren. Die haben wir nie wieder gesehen. Ich gebe dort gerade Meldungen, wo ich hin einziele, damit meine Mates das wissen. Der T30 zum Beispiel. Wobei ich den Verdacht habe, dass der T30 einfach nur ein Bot. Ich glaube, der schießt nicht mal zurück, wenn da was auftaucht. Und da habe ich eine Mail bekommen. Und hier habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich mich doch umpositionieren, wenn da unten nichts auftaucht. Damn, in dem Moment taucht es unten auf. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich mich woanders hinpacke. Aber in dem Moment tauchen unten leider Gottes die Gegner auf. Das ist echt unangenehm. Und hier ziele ich auf ihn und bleib irgendwo im Haus da vorne hängen. Ekelig. Ekelig. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, wenn hier alle wegfahren, versuche ich mal ganz dahin in die Ecke zu fahren, für den Fall, dass hier jemand rumfährt, mich eventuell nicht entdeckt, weil er zu weit innen lang fährt. Ich habe niemanden
Tunnels sehe ich gerade auf dem Ding. Also muss ich irgendwie Ansatz oder so einen Quatsch drin haben. Wie gesagt, ich verpiesel mich hier, dass ich möglichst außerhalb der Sichtweite bin. Meine Reichweite auf der Waffe, auf der Kanone ist eh und auf dem Gerät ist eh groß genug, dass ich über die ganze Map schießen kann, auch, oder fast die ganze Map auch aus der Position. Deswegen hier hinpacken. So, dann haben wir hier einen Emil, der rausguckt. Den ich einziehen muss noch. Aber der erreichbar ist, mit Splash zumindest. Oder nee, sogar ohne Splash. Der ist, glaube ich, nicht so richtig weiß, was er tun will. Deswegen wird jetzt mal getötet. So, die Grille ist super low. Die zu töten wäre natürlich auch mega gut gewesen. Gerade weil die einen ganz guten Tarnwert hat und uns deswegen sehr gefährlich werden kann. Und einen gigantischen Schaden macht, ne? Aber ich muss noch nachladen und ich konnte nicht auf beide gleichzeitig schießen. Ich wollte jetzt erstmal die Mitte rausnehmen, die das alles aufdeckt. Wahrscheinlich. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wahrscheinlich auf der Nullerlinie die Leute nach auf die A hochgefahren kommen. Dort von G0 auf A0 hier. Dass die hier unten hier hochfahren werden. Ja, da ist es schon. In dem Moment habe ich sogar gepinkt, dass das sehr wahrscheinlich dort passieren wird. Mit 50 TP. Wenn ich ihn eingezielt kriege, ist er tot. Aber jetzt auf jeden Fall. Jetzt muss ich gar nicht mehr so viel einsetzen, muss nur ein bisschen splashen und da ist er schon tot, bevor ich schieße. Das heißt, ich ziele zurück hoch auf die Grille. Für den Fall, dass ihr rumguckt. Ansonsten haben wir nämlich einen M48 Jagdpanzer 100. Die Frage ist, ob die Grille sich Zeit lässt oder nicht. Hier ist, glaube ich, ein Bug. Ich habe schon dahin gezielt, wo unten die Anzeige ist. Dann kommt der Jagdpanzer eher in 100 leider zuerst. Und der ist deutlich, deutlich gefährlicher für uns, weil der das tanken kann und aufdecken kann für die Grille. Deswegen den erstmal schön low machen, ist, glaube ich, eine ganz gute Option. Der ist jetzt gekettet und gestunt. Der kommt dann weiter nicht weiter, aber ich muss halt 30 Sekunden nachladen. Noch ein Schuss und der wäre tot von mir. Leider habe ich aktuell keinen zweiten Schuss. Was ein bisschen ein Problem ist. Gleichzeitig wird die Grille 15 wahrscheinlich hochgucken, wenn der hier Sachen aufdeckt. Ja. Die ist nämlich wirklich auf dem Berg sehr, sehr gefährlich. Die ist eigentlich unsere Hauptpriorität gerade für mich, das rauszunehmen. Ich habe jetzt nachgeladen. Und? Versuch mal einen Glücksschuss. Ah, sehr schön, direkt rausgenommen. Ich bin dann ausgegangen, sie einfach gerade nach hinten gefahren und da hatte ich recht. Jetzt muss ich aber für mich wieder nachladen. Wir sind offen, die haben noch eine Arti. Ein Problem. Also zumindest die. Ich bin nicht offen, ich habe einen 6. Sinn drauf, aber die Grille von uns ist offen und die 1390 eventuell auch. Und der fährt wahrscheinlich rüber. Jo, und nimmt halt einfach die Grille raus, weil ich nämlich nicht schießen kann bis dahin. Aber ansonsten bin ich gerade super klein eingezielt und brauche halt nur ein bisschen Splash, um den zu töten. Aber ich bin noch am Nachladen. Der wackelt zum Glück bloß ein bisschen vor und zurück. Ich warte hier. Ja. Da hat er nochmal zurückgewackelt. Ist er vor und hat wieder zurückgewackelt, damit er keinen Schwung hat. Jetzt bin ich natürlich offen. Jetzt muss ich ein bisschen rumfahren, damit mich die Arti nicht killt. Oder irgendwas anderes. Damit ich nicht so einfach einzuzielen bin und die hoffentlich daneben schießt. Deswegen mache ich hier komische, unrhythmische Bewegungen in irgendwelche Richtungen. Und wir haben noch 2 Minuten. Das ist ein unglaublich langes Gefecht, wie ihr seht. 2 Minuten und es ist 2 gegen 2. Ich habe 5 Kills und unser Scout 2. Das ist... Huh. Huh. Schwierige Sache, das. So, wir sind aber einfach zusammen ein Stück weit gefahren. Weil er kann noch ein bisschen was tanken. Er hat noch 1200 Leben, ja. Das ist ein gegnerischer Medium, wenn ich mich gerade nicht irre. Der wird ihn nicht mit einem One-Shot wegmachen, außer er ist unglaublich glücklich. Beziehungsweise, ich kann auch noch einen Schuss tanken. Nicht so gerne, aber ich kann. Und hier packe ich mich einfach dahin. Ich hoffe, dass die Arti nicht gut einzielt. Ich habe den Verdacht, die Arti war am Ende AFK. Sogar bei dem. Ich habe überhaupt nicht nachgeguckt, wie überhaupt einen Schaden gemacht hat. Und hier haben wir gut zusammengearbeitet. Der hat noch ein bisschen reingetankt, ihn abgelenkt. Ich habe geschossen. Krieger ist vollständig damit. Wir haben noch eine Arti als Gegner. Und wenn die da gewesen wäre, die hätte mich zumindest jetzt rausnehmen können, die hätte den Scout rausnehmen können, hätte sie hier geschossen. Und wir haben noch 60 Sekunden, um rüberzufahren. Meine Idee war hier eigentlich noch, okay, wir versuchen es einfach zusammen zu cappen. Wenn wir vor 30 Sekunden zusammen drin sind, schaffen wir es ja zu cappen. Das Problem daran ist, ich bin nicht schnell genug. Das ist mir dann auch klar geworden, je länger ich gefahren bin, desto klarer ist mir geworden, ich bin vor 30 Sekunden Marke nicht da drüben, dass ich das cappen könnte. Bin ich einfach nicht. Da wollte ich
irgendwie was schreiben. Mein Chat ist allerdings deaktiviert in-game. Also ich habe nur diese Commands. Und zum Glück steht sie komplett in der Nähe des Caps. Wenn derjenige weggefahren wäre, irgendwo an den Rand, das wäre ein Unentschieden geworden. Einfach nur, weil die Arte überlebt. Wir hätten hier keine Ahnung gehabt, wo sie ist. Aber so haben wir gewonnen. Panzerass ist, ich glaube, 3.500 Schaden. Ordentliche Runde, würde ich mal sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin gute Gefechte und bis bald.